Hi, ich habe heute mal wieder was aus der Budget-Kategorie für euch, denn der Markt für 65% ISO-Hotswap-Boards und Kits ist ziemlich mager. Auf das meiste wartet ihr oft sehr lange und zahlt dementsprechend viel. Am Ende des Videos zeige ich euch trotzdem nochmal ein paar Alternativen. Daher habe ich heute ein Board für euch da, was für alles außer Keycaps so um den dicken Daumen 80 Euro kostet, mit Zoll und Versand eingerechnet, versteht sich. Wir haben hier nämlich ein Keyboard-Kit, bei dem Case, Plate, Platine, Switches und Stabilizer dabei sind. Das bedeutet, wir brauchen nur noch Keycaps und haben sonst alles andere dabei. Das Ganze bekommt ihr übrigens auch in Ansi, falls ihr das wollt. Naja, fangen wir mal mit dem Bauen an. Währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was über das Board und was mir beim Bau aufgefallen ist. Ich habe hier die Stabilizer benutzt, die normalerweise dabei sind, und habe bei denen den EPSI-Mod gemacht. Einfach weil die Teile ziemlich schlecht sind und Spoiler, die Spacebar klingt damit eigentlich ganz gut. Ich habe hier einfach einen Streifen vom KBD-Fan Stepform genommen und ihn in das innere Gehäuse vom Stabilizer gepackt. Im Prinzip einfach nur so, dass der den Schlag vom Draht abdämpft. Genaueres findet ihr dann in einem Tutorial, was ich euch am Ende des Videos verlinken werde. Die Masse spaltet sich ziemlich hart, wenn es um solche Mods geht. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es sich hier in dem Fall gelohnt hat und auch lohnt. Mir ist während des Baus auf jeden Fall eine Sache aufgefallen. Insgesamt ist die Qualität natürlich dem Preis angemessen. Mein Gott, dieses Board kostet 70 Euro. Die meisten Sachen hier, ja, sind eher so noch bei 200 Euro Budget. Von daher, das ist so ziemlich das Günstigste, was ihr hierfür kriegen könnt. Allerdings sieht die Platine alleine ziemlich gut aus. Auch wenn wir einen klaren Nachteil sehen, und zwar North-Facing Switches oder auch LEDs genannt. Das heißt, der Switch zeigt mit der LED-Seite nach vorn. Das kann eventuell dafür sorgen, dass eure Cherry Profile Caps den Switch berühren und das kann halt für euch dann doof klingen. Mit Switches wie Boba, U4Ts oder Glorious Pandas eliminiert ihr dieses Problem allerdings, also überlegt mal, ob das vielleicht was für euch wäre. Ist aber auch nicht bei allen so, deswegen für sowas probiert's aus oder fragt einfach mal ein bisschen bei uns auf dem Server nach. Ich denke, wenn man einen Case findet, bei dem alles passt, dann kann man auch mal gut was Hochwertigeres benutzen, nur bei 65% und der Art von USB-Port, wie es jetzt gerade hier gemacht wurde, da habt ihr nicht die super Kompatibilität. Gut, die Steps haben wir schon mal gemacht, also weiter zu den Switches. Die habe ich bereits ein paar Tage vorher fertig gemacht und na klar, was wäre ein Budget-Build ohne Gato und Yellows? Und beim Montieren dieser Switches muss man echt aufpassen, dass sich die Plate hier sehr gerne verzieht. Da habe ich vorsichtig 5 Stück über das ganze Board verteilt und die Plate danach schon ins Case getan. Und dieses habe ich mit Foam versehen, weil hier ja so viele auf Fuck. stehen. Dadurch geht halt eben viel Klangcharakteristik eines Builds verloren, wenn man einfach das Case mit Foam zuballert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber es wird halt tief und gedämpft. Also es funktioniert eigentlich bei fast jedem Board, ne? Aber passt natürlich auf, wenn ihr sowas selber nachmacht, dass ihr es nicht übertreibt. Ich übernehme keine Haftung für Boards, die ihr selbst kaputt macht. Und weil wir schon beim Case sind, dieses besteht aus zwei Hälften und wird komplett werkzeuglos montiert und demontiert, einfach nur mit Clips an den Rändern. Ich muss sagen, es wirkt dadurch ein bisschen billig, aber das merkt man beim Benutzen später ja eh nicht. Und das Teil hat immerhin Flip-Out-Feet und ja, so ganz simple Gummifüße, also das, was es eigentlich braucht. Nichts Besonderes, aber läuft eben halt. Praktischerweise zieht das Case die Plate aber etwas gerade, weil die Plate einfach oben reingeklippt wird. Ist quasi so eine Art Sandwich zwischen den beiden. Allerdings hat man, wenn man darauf achtet, das Gefühl, dass das Board sich ganz leicht verzieht. Aber ja, das sieht man dann am Ende eigentlich nicht wirklich und es wackelt auch nicht dank den Füßen. Ich habe dann noch die Teleport-Keycaps drauf gemacht, einfach weil ich die gerade da habe und die ziemlich gut zu dem schwarzen Case passen. Und ich würde das Bild auch so, wie es jetzt gerade ist, selbst benutzen und auch Leuten empfehlen durchaus. So, das ist einfach schön viel Kontrast und halt Color Match. Ich finde mit beidem zusammen vor allen Dingen hat man hier auch einfach eine geile Combo. Und auch hier bin ich ein bisschen sad, dass ich das Teil nicht vorher kannte. Wie gesagt, theoretisch kann man sich hierfür auch andere Cases holen. Ihr müsst aber wirklich genau darauf achten, dass der USB-Port passt, dass unten der Blocker passt und so weiter und so fort. Aber ich finde das Teil trotzdem eigentlich relativ stabil. Vor allen Dingen eben halt für den Anfänger- und Budget-Bereich. Ich hatte euch noch ein paar Alternativen versprochen und die bekommt ihr natürlich auch. Eine wäre auf jeden Fall die EQ68. Das ist ein Board, was ich mir auch selbst gekauft habe, weil das vor allen Dingen für Leute, die noch nicht so richtig wissen, was sie eigentlich in dem Hobby wollen, eine richtig geile Alternative ist. Ihr könnt da viel ausprobieren oder es auch einfach lassen und das Board als einziges kaufen. Selbst da wird das Board vermutlich ziemlich gut performen. Wie gesagt, nur vermutlich. Relativ wenig Leute haben das Board bisher da gehabt und ich persönlich auch nicht. Ich
halt aber bisher relativ viel auf das Board. Und natürlich das gute und bewährte KPD67, auch sehr bekannt in der Community und wird sehr oft empfohlen. Ist natürlich Ansi, gibt es bei Keygem und Candy Keys, aber sehr oft in Stock. Das heißt, ihr könnt das Ding auch in Deutschland mal easy kaufen und es ist innerhalb der nächsten Tage bei euch. Fazit: Ich würde für 40 bis 60 € mehr Boards wie die KBD67 oder EQ68 ganz klar vorziehen. Die Dinger können mehr und haben auch mehr Möglichkeit, das Ganze zu personalisieren. Wenn man aber unbedingt ISO will und keine Zeit zum Warten hat, was man eben halt bei anderen Boards oft muss, zum Beispiel bei der EQ68, dann kann man ja trotzdem zuschlagen. Das Board selbst kostet ja auch echt nicht viel. Ihr habt halt hier den massiven Nachteil, dass ihr das Kit fast gar nicht mit anderen Komponenten kombinieren könnt. Ja, muss man ein bisschen selber zu sehen, wo man da bleibt irgendwie. Ich verlinke euch das Teil auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da steht auch das Kit, was ich benutzt habe und so weiter und so fort. Ihr könnt am Ende dieses Videos auf jeden Fall nochmal einen Soundtest vom Board hören. Leider im Hochformat, weil das eigentlich als Short geplant war. Kam aber nicht so gut an. Deswegen gibt es das ganze Video auch nochmal als Reupload für alle die, die sich wundern. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet mich gerne und abonniert meinen Channel für mehr Content. Ciao.